Kämpferin. Aber hier zeigt sich einfach, wenn einmal die Zeit vorbei ist und der Generationswechsel kommt, dann, ja, dann ist es eben vorbei. Ja, man soll mal eins sagen, Susi Kentike hat auch von Anfang an alles richtig gemacht, hat genau richtig gepaced, hat getroffen, hat sie von Anfang an beeindruckt, hat sie auch, wenn sie wollte, darf sich zu ihrem Kampfstil kommen lassen. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Natürlich. Ich meine, aber das sind Dinge, auf die hätte sich Elena Reed vorbereiten können. Sie hat sich auch Videos angeschaut von Susi. Und ich finde, dann muss man sich einfach vorbereiten auf so eine explosive Kämpferin. Und der Trainer hat wirklich keinen guten Job gemacht. Wahnsinn, was sie da haben. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Sie sitzt sehr tief mit ihrem Kopf. Ja, noch 18 Sekunden. Und sie wird froh sein, die Elena, dass es vorbei ist. Glaube ich aber auch. Die wäre schon in der fünften Runde froh gewesen. Nochmal Schlusssport von Susi Kentikian. Und dann ist der Kampf vorbei. Klasse Leistung. Und an dem Urteil gibt es wirklich nichts zu rütteln. Wir haben eine neue Nummer 1 hier. Ja, absolut. Ja, schauen Sie sich mal Elena Reed an, wie die aussieht. Schwer gezeichnet, das Gesicht gerötet. Müssen wir manchmal die Schlagstatistik sich mal zu Gemüte führen, was diese alles an den Kopf bekommen hat. Ja, sie kann mit ihrer Leistung keinesfalls zufrieden sein. Und das weiß sie auch. Ja, und hier ist natürlich eitel Freude Sonnenschein bei Susi Kentikian. Ja, die kann sich freuen, sie hat alles richtig gemacht. Ja, und ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, sie hat sich viel schwerer vorgestellt, das Ganze. Ich bin ehrlich, Matthias, ich habe es befürchtet, dass Elena Reed nicht mehr an ihre alten Stärken, dass sie da nicht mehr auf jeden Fall ist, aber dass sie wirklich so gar nichts hier gezeigt hat, dass sie keine Mittel hatte, keine boxerischen, das überrascht mich schon sehr. Hier nochmal die Rechte, ja, dass sie nur an die alten Schwächen noch anknüpft, ist natürlich... Ja. Aber wie gesagt, Kentikian... Verdienter Sieg. ...ist natürlich eine ganz harte Nuss und sie wird eigentlich auch immer besser. Und sie hat ihr Hamburger Publikum dahinter sich. 3.800 Zuschauer feiern die Killer Queen. Ja, den Hamburgern hat es gefallen. Ich muss sagen, mir auch. Ja, ich freue mich unheimlich für Susi. Sie hat es verdient. Und ich glaube, mit ihr haben wir wirklich noch sehr viel Spaß und Freude. Die Rechtsauslegerin hat ja schon gar nichts gemacht. Aber eigentlich hat es ja gar keine Auslage gehabt. Hat eigentlich nur kassiert und kassiert. War ein besseres Training. Ja, aber das kann man heute sagen. Man muss es so hinkriegen. Man hat auch schon andere Kämpfe gesehen, wo sich dann auch so, meine Damen und Herren, und mühen. Das Urteil. Die Siegerehrung. Jetzt bin ich mal gespannt, wer gewonnen hat. Und hier, meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Wir gehen auf die Punktzettel. Pavel Cardini, 190-190. Igor Bebic, 100-90-190. Und Daniel Galvan, 100-91-191. Und damit einstimmige Sieger nach Punkten. Die Killer Queen, Susanna Kentikian.